Leute, unser Bitcoin-Trade, der läuft. Wir sind im Markt. Wir hatten gestern im Krypto-Update noch über die Ziellevelerreichung hier von Bitcoin gesprochen und meine Erwartungshaltung, dass ich den Markt erstmal kurzfristig korrigieren sehe. Und genau so ist es passiert. Schneller als erwartet, das gebe ich zu. Nichtsdestotrotz, mit dieser Korrektur erreichen wir unser Einstiegslevel. Der Trade läuft und wir sind noch nicht ausgestoppt worden. Der Markt reagiert an einem sehr, sehr interessanten Punkt, Freunde. Den gebe ich natürlich durch, was da liegt. Ebenfalls fragt sich natürlich jeder, hey Mo, wie managst du jetzt diesen Trade? Wo genau hast du deinen Stop-Loss gesetzt? Wann ziehst du deinen Trade auf Break-Even? Und wo nimmst du deine ersten Profite? Das gebe ich dir alles detailliert in diesem Video durch. Natürlich gebe ich dir auch das entgegengesetzte Szenario durch. Sollte dieses Level nicht brechen, was ich dann erwarte hier für den Bitcoin-Preis. Und natürlich habe ich auch ein Update zu unserem laufenden Cardano-Trade, Freunde. Den hatte ich auch gestern durchgegeben und auch hier wurden wir getriggert. Wie geht es hier weiter? Sehr, sehr wichtiges Video. Du solltest unbedingt bis zum Ende dranbleiben und von daher lasst uns keine Zeit verschwenden, Freunde. First things first, Like-Button smashen, falls du noch nicht Teil der SK-Crew bist, hey, unbedingt ein Abo da lassen. Wir haben gestern auch im Livestream die 2700er Marke wieder durchschossen, Leute. Geisteskranker Support auf diesem Kanal, vielen, vielen Dank, Kuss geht raus, abschließend Glocke aktivieren auf alle Stellen und dann läuten wir hier diese Session ein. Wir schauen uns einmal kurz die letzten 24 Stunden an, hier auf den Kryptomärkten, wir sehen es, wieder ein massiver Drop von 5,12%, wir stehen wieder bei 1,23 Trillionen US-Dollar Market Cap. Leute, wir pendeln die letzten Wochen immer zwischen 1,2 Trillionen und 1,3 Trillionen. Wir sehen es in den 24 Stunden natürlich nicht nur Bitcoin gelitten, auch Ethereum und sämtliche Altcoins. Beim 7-Tage-Change stehen wir wieder pretty much bei plus minus null. Doch Cardano ragt hier weiterhin raus, korrigiert zwar auch um 6,19%, doch triggert damit auch unseren Trade. Da werden wir Step by Step in diesem Video drüber sprechen. Falls du den gestrigen Livestream verpasst hast, hey, dann ist es eine Pflichtveranstaltung für dich, dass du das jetzt noch einmal anschaust. Warum? Weil du da sämtliche Altcoin-Analysen ebenfalls drin hast und natürlich den gesamten Fahrplan zu Bitcoin und Ethereum. Und von daher, Leute, lasst uns keine Zeit verschwenden. Wir springen mal direkt in den Bitcoin-Chart rein. Let's go! Und wir starten direkt rein mit der 4-Stunden-Timeframe, Freunde. Und dieses gesamte Konstrukt im Vorfeld haben wir ausführlichst in den letzten Wochen besprochen. Falls du den Fahrplan nicht kennst, schau ihn dir noch einmal unbedingt an. Immens wichtig, damit du weißt, was hier wirklich abgeht und wieso wir das machen, was wir gerade machen, Leute. Also springe ich direkt rein in die letzten Price-Movements. Wir haben auch ausführlichst über diese Breakout-Sequenz gesprochen, Freunde, hier in Türkis, die uns endlich aus dieser Range herausgebracht hat und sogar das letzte High gebrochen hat. Diese Sequenz ebenfalls abgearbeitet, Ziellevelerreichung, die obersten und hier habe ich gesagt, hey Leute, Vorsicht, gestriges Update-Video, ich erwarte eine Korrektur, aber das ist gar nicht schlimm, denn der Markt läuft in diesen wellenförmigen Bewegungen. Manche Leute haben schon wieder gesagt, hey Mo, du erzählst jeden Tag was anderes, gestern steigt der Markt, heute fällt der. Hey, deswegen immens wichtig, dass ihr diese Videos wirklich nochmal in der chronologischen Reihenfolge anschaut, damit ihr wirklich diesen Fahrplan versteht. It absolutely makes sense. Also, wir nutzen diese wellenförmigen Bewegungen und wenn der Markt diese Korrektur einläutet, dann sind wir da. Wir hatten die Bestätigungen, die wir brauchten, um hier wieder trade-technisch aktiv zu werden, denn auch mit dieser türkisfarbenen Sequenz aktivieren wir eine nächstgrößere, die hellgrüne hier, Freunde, die uns wunderschön bis an die Level, Ziellevel 35.800 bis hin zu 37.445 bringen kann, denn hier ist ebenfalls ein sehr, sehr schöner Überschneidungsbereich von dem Bärenlevel. Dieser Abwärtsbewegung hat der Markt natürlich ein gewisses Potenzial zur Erholung und das sehe ich eben hier bis hier oben. Natürlich wird es danach auch wieder erstmal zu einer Korrektur kommen. Das heißt, das hier muss natürlich nicht der finale Boden sein, Leute. Da, naja, ihr wisst, was ich meine. Es ist der lokale Boden. Wir hatten diese Analyse erstmal perfekt vorbereitet. Passt soweit, wunderschön. Aber jetzt, wie managen wir diesen Trade hier? Er läuft. Wie gehe ich hier vor? Wo habe ich meinen Stop-Loss etc. und Co.? Da gehen wir jetzt natürlich detailliert drauf ein. Also, wir sind getriggert worden, 30.200. Wir haben im Livestream ausführlich darüber gesprochen. Deswegen immens wichtig, dass du auch bei den Livestreams dabei bist. Abo da lassen, Glocke aktivieren, dann verpasst du keinen mehr. Sind eingestiegen an der 50er Marke und haben unseren Stop-Loss, wie hier eingezeichnet, bei knapp 3,5% gesetzt. Warum habe ich da überhaupt meinen Stop-Loss gesetzt? Freunde, jetzt kommt es zu einem sehr, sehr interessanten Punkt, wo wir hier reagiert haben, denn wir haben gestern im Update-Video auch über den sogenannten VPVR gesprochen, die Volume Profile Visible Range. Und wenn wir das Ding mal anschmeißen, Leute, in die 4-Stunden-Timeframe wieder reingehen und uns jetzt nur einmal das letzte Konstrukt hier anschauen, ohne jegliche Zeichnungen, dann sehen wir,
das Volume Profile, Visible Range, der Point of Control dieses Profiles eben genau hier liegt, wo der Markt reingestochen ist, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist der Point of Control. Haben wir immer wieder drüber gesprochen. Wir mussten ihn natürlich nachhaltig brechen und natürlich kann es jederzeit zum Retest dieses Point of Controls kommen und genau das ist jetzt passiert. Er ist kurzzeitig hereingestochen und wieder herausreagiert. Deshalb habe ich natürlich meinen Stop-Loss knapp unterhalb dieses Points gesetzt und ebenfalls nach System, Leute, haben wir jetzt in diesem Fall erstmal wunderschön an der 66,7er reagiert. Das Level, was immer getradet werden muss. Wir stehen aktuell hier von diesem Level mit 1% Rendite da. Wir sind aktuell noch im Drawdown vom 50er Level bei knapp ebenfalls 1%. Doch unser Stop-Loss noch nicht getriggert. Wann ziehe ich jetzt meinen Trade auf Break-Even, also den Stop-Loss auf meinen Einstiegspreis? Das verrate ich dir jetzt ebenfalls. Schauen wir uns das hier einmal an. Nämlich meine Break-Even-Zone ist nichts anderes als das entgegengesetzte Korrekturlevel dieser Abwärtsbewegung. Jetzt das Break-Even-Level liegt für mich bei 30.850. Hier setze ich meinen Stop-Loss auf meinen Einstiegspreis, um risikofrei im Markt zu sein. Und meine ersten Profite sichere ich an der 100% Korrekturmarke bei knapp 32.400. Natürlich sind dann auch noch weitere Ziellevel möglich, über die ich zu Beginn gesprochen habe. Nämlich genau dieses Bullen-Ziellevel bei 35.800. So gehe ich hier vor mit dem Trade-Management, Leute. Wir schauen uns jetzt ebenfalls mal weitere Charts an, beziehungsweise nehmen hier einfach mal die EMA Ribbon rein, beziehungsweise die 200er und 50er EMA und machen auch mal wieder die Zeichnungen weg und da sehen wir sehr, sehr schnell, wir hatten auch da gestern drüber gesprochen, über diese Reaktion an der 200er EMA hier in Bitcoin, ebenfalls ein, sage ich mal, Zeichen für diese Korrektur plus Sequenz C-Level Erreichung. Jetzt stehen wir knapp unterhalb, nichtsdestotrotz müssen wir auch hier in der Daily nochmal was anschmeißen. Nehmen wir kurz einmal die Daily rein, Freunde. Wir sind kurzzeitig darüber ausgebrochen, über den 20er EMA. Nichtsdestotrotz wurden wir direkt rejected. Aber was sehr, sehr interessant ist, in der Daily, wo wir ebenfalls gestern drüber gesprochen haben, Freunde, was mich ebenfalls dazu verleiten lassen hat, zu sagen, hey, ich sehe eine kurzfristige Korrektur, ist genau diese EMA Ribbons, die im Fall, wenn wir von unten heran reintreten, erstmal als Widerstand dienen sollten. Und genau das haben sie gemacht. Sie haben den Markt erstmal wieder runtergedrückt. Doch jetzt ist es wirklich immens wichtig, was wir hier in unserem Trading-Level machen. Denn, Leute, das ist, sage ich mal, so ein Make-or-Break-Moment. Warum? Weil das Level ist, wo die Bullen herausreagieren müssen. Sollten sie es nicht schaffen, Leute, sollten sie es nicht schaffen, hier herauszureagieren und dieses Level sollte nochmal gebrochen werden, der Markt bricht es deutlich. Klar, sind wir ausgestoppt worden, aber wir verfolgen ebenfalls einen klaren Risikomanagementplan. Haben wir gestern ebenfalls ausführlich im Livestream drüber gesprochen. Das ganze Ding traden wir hier nur mit komplett 1% Risiko unseres Kapitals. Hey, im schlimmsten Fall verliere ich 1% Risiko, Freunde. Gibt Schlimmeres. Aber sollte das so eintreffen, dann haben wir natürlich ebenfalls einen Plan. Das ist ja immens wichtig, dass man auf jede Situation vorbereitet ist und dann nicht da steht, oh nein, mein Stop-Loss wurde getriggert, was passiert jetzt? Bitcoin G0. Nein, wird nicht passieren. Wir haben dann erstmal wieder im Blick unsere zweite Akkumulationszone. Wir haben einmal bereits akkumuliert bei 30.500. Das zweite Level, 26.700, wurde der ein oder andere aus der Community abgeholt. Ich noch nicht. Mein Level ist noch offen. Das heißt, sollte der Markt das machen, hey, dann freue ich mich natürlich. Ich habe 1% hier, klar, verloren von meinem Trading-Kapital, aber ich kann Bitcoin zu sehr, sehr attraktiveren Kursen von 26.400 langfristig kaufen. Leute, das ist auch, das muss man verstehen, das hier ist wirklich nur kurzfristig. Es ist ein Trade. Wir wollen hier nicht, sage ich mal, das Ding langfristig halten in diesen Zonen. Nein, wir wollen das nur kurzfristig traden, ein Stück vom Kuchen abhaben. Aber wenn der Markt hier unten hinkommt, dann platzieren wir uns langfristig bei 26.400 und das finale Akkumulationslevel bei 23.000. Unser Cardano-Trade, Leute, der wurde auch getriggert, hatte ich gestern im Krypto-Update ebenfalls vorgestellt, die Trade-Idee. Von daher, wenn du von täglichen Trade-Ideen, Analysen, News etc. und Co. rund um Bitcoin Ethereum profitieren willst, lass ein Abo da und du bist bestens informiert und vorbereitet. Das heißt, auch hier wurden wir getriggert am 50er-Level nach Sequenzaktivierung. Wir haben das High herausgenommen, damit diese
Sequenz bestätigt. Ziellevel ebenfalls 79.000, Jesus Christ, wäre wunderschön. Dann würde ich hier gar nicht mehr sitzen und wäre irgendwo in der Welt unterwegs. Aber 0,79 Dollar hoch bis 0,87 Dollar. Das ist das Ziellevel hier für Cardano. Passt auch ebenfalls mit einem Überschneidungsbereich, wo erstmal Bärenterrain kommt. Also Erwartungshaltung, dass der Markt erstmal hier hinsteigt und dann wieder korrigiert. Und auch hier, wie gesagt, Korrektur war erwartet. Korrektur kommt und wir wurden getriggert. Wo wurde jetzt genau diese Reaktion ausgelöst? Wir sind drin, seit dem 50er Level natürlich, aber sehr, sehr interessant zu sehen, dass hier der Markt wunderschön an der 61,8er, unser Golden Ratio reagiert, Leute, und jetzt erstmal, wir stehen plus minus null da, kein Drawdown, wir standen auch einmal kurzzeitig über die Nacht schon hier leicht in den Profits, von daher alles noch verhalten, alles noch okay, wartet einfach ab, geduldig sein, denn auch hier haben wir natürlich unsere Break-Even-Zone, Take-Profit-Szenarien, Break-Even-Zone liegt für mich aktuell bei 61 Cent, meine ersten Profits nehme ich an der 100% Korrekturmarke bei 68,5 Cent, Leute, also das Ding auch hier am Laufen, wunderschön, so erstmal, was der Markt hier macht, passt zusammen und wir verfolgen das Ding natürlich weiterhin sehr, sehr eng. In Ethereum gibt es gar kein Update, hier drüber haben wir auch gesprochen, das war für mich eine halbschwangere Bewegung, sage ich mal, kein klarer Bruch dieses Levels, deswegen habe ich gesagt, hey Leute, Vorsicht, hier noch zu früh, hier trade-technisch zu agieren, der Markt rauscht auch hier erstmal weiter ab, bricht sein Korrekturlevel vorerst erstmal bullish auch wieder, von daher Ziellevel der Bären weiterhin aktiv hier in Ethereum, was ebenfalls ein wunderschöner Überschneidungsbereich gibt mit unserem langfristigen Akkumulationslevel hier in Ethereum bei 1620. Von daher trade-technisch hier nicht zu machen, hier einfach weiterhin akkumulieren, so gehe ich vor. Also Freunde, der Fahrplan sollte mal wieder crystal clear sein. Falls dennoch Fragen bestehen, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich gehe drauf ein. Mich würde ebenfalls brennend interessieren, wurdest du getriggert hier in Bitcoin bzw. in Cardano? Schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass wieder jeder Einzelne hier was aus diesem Video mitnehmen konnte. Falls dem so ist, smash the Like-Button, falls du nicht Teil der SK-Crew bist. Hey, dann solltest du es jetzt definitiv werden, denn sonst verpasst du einiges hier auf den Kryptomärkten. Ring the Bell und an dieser Stelle wünsche ich euch einen wunderschönen Donnerstag, Freunde. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao.